Es gibt ein System, das funktioniert, ja, wo sie Menschen was ausholen können. Die können profitieren davon. Genau. Ja, ja, da gibt es eben Leute, die wissen das. Ja. Und die werden alles machen, damit das System erhalten bleibt, weil sie aus Eigennutz daraus was rausholen können. Wir sind beide der Ansicht, dass Banken und Konzerne, die wirklich Mächtigen, hinter denen sind, die vorn als Schauspieler sozusagen sich als regierende Politiker ausgeben. Ja? Ja. Sind wir d'accord? Gut. Trotzdem hat er formal gewisse Befugnisse, der Regierungsmensch. Ist der dann, wenn er weiß, dass er von hinten eigentlich gesteuert wird und dass sein Volk etwas anderes brauchen würde, ist dann nicht der Regierende automatisch irgendwo ein Feind des Volkes? Der größte Feind, ja, ja, ist das eigene Volk für die Regierenden. Es sind nicht davon aus. Nein, nein, nein. Das eigene Volk ist es immer. Ja. Du musst schauen, dass du die ruhig hältst. Entweder beruhigst oder ablenkst. Oder sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Kanal Gruppe 42. Mein Name ist Monika Donner und ich befinde mich auf der Burg Gas am Kamp, um Roland Thüringer ein paar Fragen zur aktuellen Flüchtlingskrise zu stellen. Roland Thüringer ist Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Autor und darüber hinaus mein Lieblingskabarettist, weil er in seinen Programmen sehr philosophische und auch lebenspraktische Themen unterbringt. Und nachdem ich mich jetzt genug eingeschleimt habe. Ja, danke fürs Einschleimen. Bitteschön. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Grüß dich, Roland. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Ich darf da, wie gesagt, ein paar Fragen stellen. Ja. Viele Menschen haben ja Angst aufgrund der heranrollenden oder und bereits im Land befindlichen Flüchtlingswellen. Mhm. Hast du auch irgendeine Angst? Irgendeine Angst oder Angst wegen den Flüchtlingen? Deswegen, genau. Nein, habe eigentlich nicht Angst. Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin in einer Sondersituation natürlich. Ich bin Motorradfahrer seit meinem 12. Lebensjahr. Und die Chance, dass mir beim Motorradfahren was passiert ist, glaube ich, um ein Tausendfaches größer, als dass ich durch einen Flüchtling, ganz egal ob er radikal oder was auch immer, einen Schaden erleide. Und nachdem ich nach wie vor aufs Motorrad steige und dieses Risiko in Kauf nehme, habe ich deswegen keine Angst. Verstehe, gut. Ja. Ist das rein aktuell, was du jetzt sagst, oder wie glaubst du, kannst du das in der Zukunft ändern, die Risikoverteilung, dass das vielleicht einmal mehr Risiko sein könnte, bei einem Terroranschlag irgendwie gefährdet oder vielleicht sogar ums Leben zu kommen, als jetzt aktuell? Naja, ich weiß nicht, wie viele sind denn in den letzten 5 Jahren in Österreich beim Terroranschlag ums Leben gekommen? Ja, so gut wie nichts, ne? Keiner. Wenn es in den nächsten 10 Jahren einer ums Leben kommt, haben wir eine Steigerung von 100%. Das ist schon gewaltig. Das ist für den, der bei dem Terroranschlag stirbt, natürlich sehr tragisch. Aber sonst ist es eigentlich relativ wurscht, das große Ganze. Ja? Also man muss immer schauen, von wo aus betrachtet man Dinge und worauf hat man seinen Fokus. Genau. Ja? Wenn es mir ist, zu sterben, immer nicht schön wahrscheinlich. Auch schwer verletzt zu werden bei irgendetwas ist auch nicht schön. Aber ich glaube, wenn eine Gefahr auf uns zukommt, dann wird es nicht so sein, dass ein kleiner Terroranschlag bei uns passiert oder mehrere kleine Terroranschläge, sondern dass auch wirklich eine ganz eine große Sache auf uns zukommt. Und das sind dann nicht Terroranschläge, das sind dann Kriegszustände. Ja, und dann ist sowieso alles anders. Ja. Genau. Das ist aus meiner Sicht auch die Furcht, die die Menschen jetzt haben, die teilweise gar nicht objektivierbar ist, weil Angst einfach eine subjektive Empfindung ist. Ich glaube, man muss unterscheiden, man muss unterscheiden zwischen einer Angst, die aus einer wirklichen Gefahr kommt, also aus einer Notsituation, aus einem Notfall, wo du spürst, okay, jetzt kann es ein bisschen in die Hosen gehen, ja, oder so eine diffuse Angst, es könnte irgendwann einmal irgendwas sein. Genau. Ja. Angst vor ganz, ganz schrecklichen Dingen, die vor der Tür stehen zum Beispiel, wenn du weißt, okay, der Regen ist so stark, die Flüsse gehen über, irgendwann einmal wird eine Mure bei uns abgehen, wo das wird Überschwemmung sei bei uns, dann wachsen die Menschen zusammen durch sowas, durch solche Angstzustände. Wenn es eine Angst ist, wo man nicht weiß, was ist das eigentlich, es kennt was sein, muss aber nicht, dann treibt es die Menschen auseinander. Genau. Ja, und das sehe ich eigentlich eher die Gefahr, das, was jetzt passiert, durch die Flüchtlingswelle, möglicherweise ist auch gesteuert in irgendeiner Art und Weise. Soweit man weiß, ist es immer im Kriegsfall und die Welt ist ja im Krieg. Ja.
wir halt gerade zufällig nicht, aber ein Großteil ist eigentlich im Krieg nach wie vor, zumindest in Stellvertreterkriege, genau, wo sich ein Imperium einfach mehr Raum verschaffen möchte. Und es ist dann immer so, dass in der Wahrnehmung des Menschen, wenn du noch nicht in dem Krieg drinnen bist, ja, ist es ja weit weg. Ja, es betrifft uns nicht. Ja. Wenn du jetzt diesen Zustand des Krieges, der ja nicht nur etwas ist, was mit Waffen ausgetragen wird, sondern auf ganz anderen Ebenen auch, wie zum Beispiel, dass du dir überlegst, was machst du mit den Flüchtlingen, wenn du angreifst? Das heißt, wo schickst du die hin und wie kriegst du die gescheiten Menschen aus dem Land raus, indem sie Flüchtlinge werden? Das heißt, du nimmst den einen Land was weg, was du destabilisieren möchtest und hast die Möglichkeit, diese Ströme wohin zu lenken, genau, wo du auch möchtest, dass etwas destabilisiert wird. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was momentan gerade passiert. Mhm. Ja. Und die Frage ist dann, was es innerhalb unserer Gesellschaft auslöst. Und wenn ich jetzt allein beobachte, was das für ein Thema zurzeit ist, es redet überall jeder nur mehr über Flüchtlinge, du fragst mich über Flüchtlingswellen, die Zeitungen, alles ist voll von Flüchtlingswellen, das ist natürlich sehr bequem, weil dann andere Themen plötzlich keine Bedeutung mehr haben. Ja. Und immer dann, wenn ein Thema so eine große Gewichtigkeit bekommt, so ein großer Strom wird, ein Energiestrom, ein Informationsstrom, dann versiegt das meistens auch sehr schnell wieder. Mhm. Ja, weil das ist momentan sehr interessant, das ist ein Thema, ja, sowohl im Positiven wie im Negativen. Ich erinnere mich, wie Fukushima war, es war alles nur mehr Atomkraft. Genau. Ja, endlich Schluss damit, ja, bedeutungslos, vollkommen wurscht jetzt. Ja. Und so wird es wahrscheinlich da auch sein, wobei das ist ja ein Strom, der nicht abreißen wird, der wird ja stärker werden. Ja, das ist einmal ein Anfang, man kann sich darauf einstellen. Ja. Es ist aber keine Naturkatastrophe. Es ist nicht so ein Vorfall wie Fukushima oder Hochwasser oder eine andere Katastrophe. Das ist selbstgemacht. Genau. Du hast zuerst richtig das Wort Destabilisierung erwähnt. Ja. Und es ist auch erklärtes Ziel von ISIS. Also ich sage eigentlich USIS, weil ja die USA ganz stark die IS nachweislich unterstützen. Warum haben die eigentlich, warum das vor ISIS geheißen und jetzt sagt man nur mehr IS? Keine Ahnung. Vielleicht. Hat irgendein Werbemarkt gesagt, na, ISIS, das klingt ein bisschen so kindlich, man muss das ein bisschen. Das klingt zu viel. Das klingt ein bisschen ISIS. Osiris und so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, USA und IS haben das erklärte Ziel, Europa zu destabilisieren. Ja? Und IS. Ist das so? IS hat ausdrücklich gesagt, das nächste Land, also das nächste Territorium sozusagen, das destabilisiert wird, ist Europa. Und sie haben sogar die strategische Waffe genannt, mit der sie Europa destabilisieren wollen. Mhm. Und das sind die Flüchtlingsströme. Ja? Und sie haben auch gesagt, sie werden in diese Flüchtlingsströme auch einschleusen, Terroristen und extremistische Islamisten. Weshalb man aus meiner Sicht fast schon dumm wäre, keine Angst zu haben. Ich meine, nicht Angst im Sinne von, dass sie mich zerfrisst, aber zumindest sich auf etwas vorzubereiten. Na gut, vorbereitet müssen wir sowieso auf alles sein. Sind wir vorbereitet? Ist Österreich vorbereitet gewesen? Nein, ob Österreich vorbereitet ist, mir eigentlich relativ wurscht. Wichtig ist, dass ich vorbereitet bin, Vorbereitungen getroffen habe. Was interessiert mich Österreich, ehrlich gesagt? Naja. Nein, also wichtig ist, dass ich ganz egal... Du lebst in Österreich, ne? Ja, aber es ist dann scheißegal, wo ich lebe. Ja. Es ist ganz egal. Ja. Man muss immer vorbereitet sein auf gewisse Dinge. Wir können davon ausgehen, dass die Illusion, in der wir gerade leben, diese heile Welt, die wir uns gebaut haben, dass das ewig anhält. Ja. Weil es gibt in der ganzen Natur nichts Lineares. Es gibt immer Zyklen. Es kehrt immer wieder zum Anfang zurück. Auch die schönste Pflanze, die schönste Blüte verblüht, sie vergeht, was aber nichts bedeutet, weil der Samen ist ja bereits gesät, sie wird wiederkommen. Mhm. Ja. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo die Blüten schön langsam alles hängen lassen und wo alles vergeht. Ein paar reden uns zwar noch immer ein, das wird schon wieder, da fängt sich schon wieder. Man muss noch ein bisschen mehr gießen und so vielleicht, ein bisschen Licht braucht ihr, dann geht's wieder. Das wird nicht so sein, es wird einfach ein Zyklus zu Ende gehen. Ja. Das wird nichts Schönes sein, weil immer was zu Ende geht, ist es schmerzvoll. Ja. Aber es ist etwas, was eben im Leben passiert. Ja. Und meine Strategie oder die Strategie meiner Frau und meiner Familie im weiteren Sinn oder den Menschen, die ich kenne, ist einfach darauf vorbereitet zu sein, dass wenn das alles zusammenbricht, dass das Leben aber trotzdem weitergeht. Außer man wird das in den Grund umbraucht. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Aber dann ist es halt so. Genau. Dann wird man umgebracht. Das heißt, du setzt auf autonome Vorsorge? Naja, erstens einmal
auf gute soziale Kontakte mit realen Menschen. Mhm. Also ich tue nicht Internet blocken und gefällt mir oder gefällt mir nicht oder einen Club gründen oder was oder einen Verein gegen oder für irgendwas, sondern ich schaue, dass ich in dem Umfeld, wo ich auch zu Hause bin, wo der Acker ist, den man bewirtschaften kann, wo die Weiden sind, wo man Tiere halten kann, wo der Wald ist, wo man Wärme dann rausholen kann, dass ich mit diesen Menschen im Umfeld gute Kontakte pflege und man sich gegenseitig unterstützt. Das ist einmal das Allerwichtigste, weil der Mensch ein soziales Wesen. Dann ist es bei mir so, jetzt bin ich 52, was dann auch entscheidend ist, dass man körperlich nur einigermaßen benannt ist. Weil es wird ja immer schlechter. Das ist auch ein Zyklus. Das ist einfach schlechter wie deine körperliche Verfassung. Und da muss man auch ein bisschen dagegen wirken. Man kann sich ja trotzdem weiter fit halten. Also in Bewegung bleiben, flexibel zu sein, sowohl im Denken als auch körperlich. Mhm. Fähigkeiten zu erlernen, die man dann brauchen kann, handwerkliche Fähigkeiten zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, die nicht blöd sind. Wenn man das ist sowieso nicht blöd, wenn man gewisse Dinge kann, ganz einfach. Ja, wenn ich weiß, wie ich im Wald eine Feier mache. Oder, das sind so Basics. Ja. Also ich habe immer dann ein gutes Gefühl und wenig Angst, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kann überleben. Ich habe Daseinsmächtigkeit. Ja. Angst hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, über eine schwere Krankheit, die immer schlechter wird, die mich schwächen wird oder eine schwere Verletzung oder was. Dann muss man Angst haben, weil dann ist man abhängig. Ja, das bin ich Gott sei Dank zur Zeit gerade nicht. Ja. Okay. Ja. Ich bin ganz bei dir, was die autonome Selbstversorgung betrifft. Ja. Ich komme trotzdem nochmal zurück auf die Sicherheitspolitik. War Österreich und die EU, waren die in Anbetracht der Ankündigung, dass die Stabilisierungswellen auf uns zukommen, deiner Meinung nach, hat man sich gut vorbereitet? Hat man das im Griff in Europa und Österreich? Ja, das passt mir nicht vor, das sieht man, dass sie es nicht im Griff haben. Genau. Ja, sie haben es nicht im Griff. Eben. Also das ist eher die Angst, die ich jetzt hätte, wenn jetzt wirklich ein Ernstfall eintritt, wirklich ein realer Ernstfall, ich rede jetzt nicht von etwas, was vielleicht kommen könnte, sondern dass zum Beispiel ein Atomkraftwerk in der Tschechei, was ja nahe der Grenze ist, in die Luft fliegt und es muss Wien evakuiert werden. Das bringt uns, glaube ich, auch nicht zusammen. Es reichert der Lava uns in Strom auch dran. Das ist ganz einfach zu handeln. Wer traut uns in Strom ab? Das ist ganz locker, zum Beispiel über das Deutsche Netz, das ja mit dem österreichischen in Verbindung ist. 2-3 Sabotageakte und wir sind Wochen ohne Strom. Weil die Flusskraftwerke, die meisten, es sind nur 3, die es von selber wieder anspringen können, die meisten nicht einmal einen Generator drinnen haben, um selbst starten zu können. Ja. Das kann ich da nicht beantworten, wenn ich nicht weiß, ob das so ist. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich besitze kein Kraftwerk, ich mache den Strom nicht. Ich weiß nicht, aber mir ist es vollkommen wurscht, weil ich brauche, wie ich mein Leben gestalte, keinen Strom. Ja, du, am Land jetzt. Was macht der Wiener? Man hätte sich besser vorbereiten müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, einen kleinen Bauernhof auf die Straße stellen? Ja, das ist so, wenn ich Motorausfahrt mache mit einer Partie und ich habe einen Regenwandel mit, die anderen nicht, weil jedes unscheint. Ja, genau. Und dann fängt es aber so in Schieden an, dass du hunderte Kilometer im Regen fährst und jetzt irgendwas das Regenwandel, sondern du hast ja leicht reden, du hast das Regenwandel, aber du hast das auch mitnehmen können. Also es ist, okay. Es ist halt immer die Frage, wohin reicht mein Denken? Wie weit, was hat wirklich Werte? Mit was bin ich wirklich verwurzelt? Ja. Und bist du mit dem Islam verwurzelt? Mit wem? Mit dem Islam. Hat der Islam was in Europa, in unserer sogenannten Kultur, deiner Meinung nach, was verloren? Passt der hierher? Wenn man nicht ernst nimmt, ja. Ja, dann ist es eine folkloristische Veranstaltung, die verkleiden sich, die machen Rituale, da kann man zuschauen dabei, wenn man will, das schaut ja nett aus, diese Gewänder und so, dann ist es kein Problem. Nicht? Ich finde auch lustig, wie sie die Katholen verkleiden. Man schaut das einmal an, das ist doch lustige Gewandel und bunt und so, das hat schon einen Unterhaltungswert, keine Frage. Ja. Nur wenn es dann so weit geht, dass es in die Gefühlswelt von Menschen eindringt, über Gedankenformen und dass man das meint, das ist wirklich wahr, dann ist es gefährlich. Das ist aber nicht nur beim Islam, das ist bei allen gefährlich. Nicht? Auch ein Mensch, der jetzt das Wort Wirtschaftswachstum in den Mund nimmt, ist gefährlich, weil der kann nicht weiter denken. Genau. Ja, der glaubt wirklich, es wächst alles immer. Genau, weil vor allem, wenn alles weiter wachsen würde und zum Beispiel China oder Indien unseren Lebensstandard hätten, hätten wir keine Luft mehr zum Atmen. Wir müssen uns denen ihrem Lebensstandard anpassen. Wir müssen den Gürtel länger schnallen und nicht die den Gürtel praktisch weiter öffnen. Ich glaube, das ist auch meine Meinung. Aber jetzt, ob der Islam jetzt bei uns was verlundert oder nicht, die Frage stellt sich gar nicht, weil der kommt jetzt gerade. Der kommt jetzt gerade. Ja, also klar. Die Frage...
ist eher, wie gehe ich damit um? Genau. Ja, hat das eine Bedeutung in meinem Leben oder nicht? Mhm. Ja. Und jetzt so ist, als auf der Marienhöfe schoss und dann lauter verkleidete Menschen herumlaufen, das ist auch eine Form von Verkleidung, die einer Gruppe angehören, und mich stört das optisch, habe ich ein Problem, wenn mir das vollkommen wurscht ist. Ja. Es ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Ja. Wenn mich die nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise angreifen, oder selbst eine Meinung über mich haben, ist mir das wurscht. Und wenn sie mich wirklich angreifen, auch körperlich, dann muss ich mich verteidigen. Das ist ganz klar. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel im 14. Bezirk lebe, in der Nähe vom Weststadion, dann habe ich den Eindruck, die ganze Welt besteht aus Rapid-Fans und Hooligans. Mhm. Wenn ich aber im 9. Bezirk wohne, sage ich, ja, das stimmt doch gar nicht. Die sagen, wow, ich finde nicht, dass da so viele Hooligans Rapidler sind. Nicht? Mhm. Naja, du schaust nicht, schau mal, was sie bei mir anspielt. Das ist eigentlich das Thema. Also wenn in jeder Gemeinde in Österreich jetzt 10 Moslems leben würden, ist es vollkommen bedeutungslos. Es ist vollkommen bedeutungslos. Nicht? Nur das wollen ja die nicht. Weil der sowohl Rapid Wien als auch der Islam Menschenorientierung gibt. Eine Identität schafft. Ich gehöre endlich wo dazu. Ich weiß endlich, was ich bin. Daher wohnt ja nicht zu 10 im Pfaffstädenlehm und 10 irgendwo in Schrems. Die wollen gemeinsam als Gruppe irgendwo sein. Und das ist immer das Gefährliche. Genau. Und sie gehen davon aus, sie haben Recht und wir nicht. Der Rapidler glaubt, wenn Rapid gewinnt, ist Leiwand. Der Austrianer glaubt aber, wenn Austria gewinnt, ist eigentlich Leiwand. Sie haben beide Recht und beide liegen vollkommen falsch. Vor einem Moslem habe ich zum Beispiel keine Angst. Ja? Überhaupt nicht. Auch nicht vor der Islamisierung. Sie findet statt. Das, wie du sagst, es geht nur darum, wie geht man damit um. Ja? Wo ich Bedenken habe, sind die Islamisten, die den Islam für die Erreichung politischer Ziele missbrauchen. Da muss man unterscheiden zwischen Islam und Islamisten. Und Islamisten sind aus meiner Sicht gefährlich. Und ich habe jetzt was sind Islamisten? Islamisten sind die praktisch, die das betreiben, was sogenannte Christen tun, nämlich dass sie, das ist ja nichts anderes, was jetzt an Destabilisierungswellen auf uns zukommt, ist ja nichts anderes als eine Reaktion unserer Ausbeutung, nämlich durch den sogenannten Westen, die Ausbeutung von afrikanischen Ländern und Ländern im Nahen Osten. Ja. Die wehren sie. Und das nennen sie dann halt Terror. Also auf US-Terror und NATO-Terror folgt eine andere Form des Terrors, der waffenmäßig unterlegene wehrt sie. Ist ja legitim. Die Auswirkung unserer Ausbeutung ist jetzt, dass die ehemaligen Kolonien und unterdrückten Länder kommen, schwappen jetzt irgendwie zu uns über. Genau. Jetzt muss man halt schauen, wie geht man damit um. Also wir ernten das, was wir gesehen haben. Genau, jetzt eigentlich. Richtig, genau. Und nur dummerweise hat jetzt Europa die Funktion des Erntehelfers und die USA ist der Großgrundbesitzer. So das ist der Unterschied. Genau. Wir sind gerade die Erntehelfer. Also muss man sich überlegen, wer eigentlich der Feind ist. Wer der Feind ist. Wer ist der Feind? Gegen wem auch kämpfen gegen wir. Gegen wem auch kämpfen wir. Das müssen wir sich schon auch überlegen. Ja, also aus meiner Sicht müsste man ankämpfen gegen den eigenen Schweine. Hund, der andere, so wie es die EU und USA super vorleben, andere ausbeutet. Da muss man sich mal Gedanken machen, wenn man den Benzinstutzen ins Auto reinhält, wie viel Moslemblut da draufklebt. Das ist der springende Punkt. Nicht zu sagen, die Amerikaner sind ja alle Arschlöcher, die Amerikaner sind nicht alle Arschlöcher, sondern man muss mal fragen, wie kann so ein Imperium, wie es die USA jetzt momentan ist, überhaupt entstehen? Worauf basiert Amerika eigentlich? Was ist die Basis? Die Basis von Amerika ist der Konsum. Nicht gemäß Verfassung, aber gelebt jetzt schon. Gelebt, es ist Konsum. Genau. Es geht um Konsum. Das heißt, solange sie konsumieren und dadurch auch Steuern bezahlen, funktioniert das Ding. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendein ein Ding kaufe oder konsumiere, was aus diesem Denken herauskommt und dieses Denken und dieses Verhalten unterstützt, bin ich Teil von dem System. Also wenn ich zum Mac gehe, auch wenn das jetzt in das Amerika geliefert wird, aber die Idee, die Geisteshaltung ist Amerika und da sage ich, ja, bitte schickt uns mehr Islamisten. Mit jedem Hamburger sage ich, ja, bitte, ich möchte noch einen Islamisten dazu haben. Also in Wirklichkeit. Und ich jetzt in dir rede, aber es steht in einem Zusammenhang. Ja, ja. Und global denkend müsste man eigentlich sagen, mehr Islamisten her, da hast du völlig recht. Ja? Mehr Islamisten her? Ja. Nein, weniger Hamburger fressen. Naja, aber das wird ja nicht stattfinden. Ne? Nein, es ist aber leichter, weniger Hamburger fressen, als Islamisten aussperren. Das ist weniger Aufwand und das ist auch gesünder.
eigentlich. Jetzt aktuell, ja, du hast bin ganz bei dir, dass man den Besatzungsfraß nicht unbedingt essen muss. Aber andererseits... Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also, logisch, ja, du kannst da einen Wonderbra nehmen, du kannst die ganzen... Ganz egal, Hollywood-Filme oder Hollywood so. Wir haben uns gemeinsam einen Film angeschaut, American Sniper. Ja. Und das ist eigentlich, da denkst du, Alter, was erzählst du gerade? Die Legende. Er ist die Legende. Ich glaube, 748 Mal ist das Wort die Legende vorgekommen. Ja, ist einer der Kinder, der schießt. Das ist eine Legende. Ja, ist eine Legende. Und wenn das Denken sich nicht ändert. Wir sind die Guten. Ne? Wir sind eben nicht die Guten. Wir sind die Schlechten, wenn wir mit dem System mitmachen. Das muss man die Leute mal vor Augen führen. Nur unsere Philosophie jetzt, so richtig sie für uns beide jetzt gerade ist, hilft uns jetzt gerade politisch nicht weiter. Weil aus meiner Sicht, auch aus militärischer Sicht, aus sicherheitspolitischer Sicht kann man sehr wohl jetzt gerade eher Islamismus stoppen in Österreich durch die Flüchtlingswellen, durch die Stoppung oder Verzögerung der Flüchtlingswellen, als Leute davon abzuhalten, zum McDonald's zu gehen. Weißt du, was ich meine? Jetzt gerade strömen die Flüchtlingsmassen herein. Ja. Und die werden... Das Dumme dabei ist... Warte mal kurz. Ja. Die werden nicht kontrolliert. Bei uns tausende Moslems, tausende Flüchtlinge, die sie zum Großteil als Syrer ausgeben, aber gar keine sind, mit Pässen, nachweislich mit Pässen von ermordeten Syrern herumlaufen, ist ja legitim, wenn man sein Land verlassen will, durchströmen Österreich und werden nicht mal einer Passkontrolle unterzogen, einer richtigen. Die werden nicht gescreent. Von ihrem Heimatland bis hierher kommen die ungeprüft einer. Ich sage jetzt einmal, bevor ich jetzt dann auf die eigentliche Frage eingehe, Kriegsflüchtlingen muss man helfen. Das ist unsere Verpflichtung, wie wir ja schon gerade festgestellt haben. Wir sind mitverantwortlich für das, was in Syrien und auf der ganzen Welt durch die Destabilisierung, durch die US-imperialistische Destabilisierungspolitik passiert. Das ist klar, das ist die eine Gruppe, die Kriegsflüchtlinge, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Wir haben aber Massen, und ich schätze, dass das 80-90% sind, die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und zwar reine Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge, die zu uns kommen, weil sie ihren besseren Lebensstandard erwarten. Und unter dieser zweiten Gruppe befindet sich ein kleiner Prozentsatz, der von Flüchtlingen selbst, wir haben sie am letzten Dienstag mit Dolmetschern befragt, laut diesen Flüchtlingen 1% sind Terroristen potenzielle und sind Extremisten bzw. Islamisten gefährliche. Ja? Also wir haben jetzt drei Gruppen, Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge und dann noch die potenziellen Terroristen. Mit den dreien muss man verschieden umgehen. Und das lösen wir zwar im Gespräch jetzt sicher nicht, wenn wir unser einvernehmliche Philosophie kundtun, da muss man jetzt politisch was tun. Da muss das Militär oder die Polizei was tun, weil nicht jeder hat wie du ein Haus am Land und kann sagen, ich bin abgeschirmt, Wien ist mir wurscht, was ihr dort tat. Ich bin nicht abgeschirmt. Naja, zu dir kommt keiner. Also dort, wo du wohnst. Zu mir kommt man leicht, wenn man weiß, wo ich kommt man leicht. Ja, also ganz leicht, da kann man hinfahren. Du meinst, die Schlepper in Syrien haben, besucht den Roland Thüringer oder wie? Ja, nicht die Schlepper in Syrien, es kann auch wie andere kommen. Es kann jederzeit bei mir, wer vor der Tür steht, mit einer Waffe in der Hand. Ja, dann hast du einen Bumserer daheim. Ja, bis ich beim Bumserer bin und der holt ihm schon, bin ich Zweiter. Also das kann sein, das kann jetzt kein irgendwelche Bulgaren sein, Rumänen, das kann ein Österreicher sein, es ist scheißegal, wer vor der Tür steht. Mir ist es eigentlich scheißegal, wer einen Kandel auf mich holt. Ja. Der muss mir keinen Pass zeigen. Wenn er einen Kandel holt und ich habe keine, muss ich mir entweder eine diplomatische Lösung überlegen, das wird schwer sein. Oder ich sage ihm, ja, da ist der Safe, bitte nehmen Sie es, nicht? Oder ich mache die Tür nur mehr auf mit der 357er Magnum am Buckel. Und sobald einer bei mir anlädt, halte ich ihm die aufs Hirn und sage, kommen Sie in Frieden oder nicht? Du tust zuerst einmal ein gefeiter Witz und der stirbt vor lauter Lachen. Das ist ja. Also für Lachen ist noch keiner gestorben. Okay, schau, diese ganzen Zahlen. Gehen wir auf die Politik. Ja, die ganzen Zahlen, was du mir jetzt gesagt hast. Ja. Mit Zahlen probiert man immer Objektivität vorzutäuschen, weil Zahlen lügen ja bekanntlich nicht. Das ist immer im Diskurs so, wenn an der Schmäh ausgeht, kommen Zahlen. Wir haben so viele Prozent, wir haben die Arbeitslosenzahlen momentan, die aktuelle Inflationsrate beträgt so und so viele. Durchschnittsverbrauchswerte von unserem Auto sind 4,3 Liter, du fährst aber und brauchst Zähne. Also die Wesen ist im luftleeren Raum. Solche Sachen. Also Zahlen sagen mir einmal gar nichts. Ich kenne die Zahlen nicht, das gibt mir jetzt irgendwer weiter. Du hast das auch irgendwo her, das kann stimmen, das muss aber nicht stimmen. Verifiziert. Verifiziert? Ja, ich war vor Ort. Naja, wo? An einem Punkt? Du warst an einem Punkt. Ich habe mir in Nickelsdorf angeschaut. Und du hast durchgezählt. Und hast gesagt, sind nein. Sie, wir machen eine Umfrage. Sind nein. Sie Islamist? Nein. Sind Sie bewaffnet? Nein. Ja, bewaffnet. Gut, Sie sind. Weil das sind alles Zahlen. Ja, was ich verifiziert habe, ist, gemäß
BMI-Statistik, Innenministerium, sind 80% der Flüchtlinge Männer und die meisten im wehrfähigen Alter von 18 bis 35. Ja, weil die das sind, das überleben die Flucht am ehesten noch. Ich hätte auch die jungen Männer schicken. Vor Ort habe ich mir das angeschaut und das entspricht dem Bild. Ja, das entspricht ist auch so. Ich bin auch am Westbahnhof jetzt irgendwann mal ausgestiegen. Warum sagt man denen nicht, geht's heim und verteidigt euch ein Land? Warum sagt man das nicht? Wie gefährdet ist die Familie? Monika, die sich da... Ich stelle nur eine Frage. Ja. Wie gefährdet kann eine Familie zu Hause sein, in Syrien oder wo auch immer, wenn die Männer im wehrfähigen Alter das Land verlassen und die Familie zurücklassen und die irgendwann einmal zurückholen, also nachholen? Wie gefährdet kann die Familie sein? Ich glaube nicht, dass die Situation so ist, dass in diesen Ländern, von denen wir sprechen, von denen haben wir keine Ahnung von diesen Ländern. Wir leben dort nicht, wir wissen nichts. Außer das, was wir uns irgendwo aussagen, aus Medienberichten, aus dem Internet, wir wissen nichts, weil wir sind dort nicht. Das ist einmal das Allerwichtigste zu verstehen. Ja? Dort ist ja nicht so, dass jetzt ein Land von außen angegriffen wird und ein Land verteidigt sich, tut alle wehrhaften Kräfte irgendwie zusammensammeln, bildet eine Armee zur Verteidigung des Landes. In diesen Ländern ist, glaube ich, ein derartiger Zustand, da ist ein derartiges Vakuum, keiner weiß eigentlich, gegen wen man kämpft. Ja? Mhm. Du kannst niemanden trauen, du weißt nicht, ob du in der Früh aufstehst und nicht erschossen wirst, aber nicht von einer Armee, die von außen kommt, sondern da kann einer sein und auf dich schießen. Mhm. Ja? Und wenn ich dort ein junger Mann bin in dem Land, würde ich auch sagen, eigentlich muss ich da jetzt einmal weg, weil das ist mir zu unsicher. Ich kann das verstehen. Ja. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem mit einem, bei mir in der Sendung zu Gast gehabt, einen Afghanen, der ist vor 7 Jahren nach Dreiskirchen gekommen, 14 Jahren. Der ist jetzt 21, hat studiert bei uns, macht gerade den Bachelor, ist mittlerweile verheiratet in Österreich. Der Asif ist es, der gehört einer Volksgruppe, die Hazar sind das. Das sind so, wir haben ein bisschen einen mongolischen Einschlag. Ja, und die werden verfolgt von den Taliban in Afghanistan. Und da, der Vater ist Apotheker, also das heißt, das ist sowas wie ein Arzt eigentlich, tut in dem kleinen Dorf, und die haben ihn gespart und gesagt, das sind 6.000 Euro, probier's. Und haben ihm die 6.000 gegeben und er ist mit Schlepper, dann hat es wirklich geschafft. Ja. Aber die jetzt Familien daheim haben, wie gefährdet kann die Familie sein, wenn sie ohne Schutz des Familienvaters und ohne Einkommen... Es geht ja nicht der Familienvater. Das wird aber behauptet. Der Familienvater geht ja nicht. Oder der älteste Sohn, genau. Was auch immer. Ja. Ja, du schickst die Krieger aus, logischerweise. Das ist, glaube ich, wäre in einer normalen, gesunden, was wir primitiv nennen, Struktur auch immer so. Ja. Du kannst nicht den Familiennäher wegschicken, sondern du musst die anderen wegschicken, wenn es ums Verteidigen geht, irgendwo außerhalb. Oder wenn du sagst, okay, pass auf, wir haben ein Problem, ja, uns geht die Nahrung aus, wir müssen jetzt leider einen anderen Stamm finden, die eine Nahrung haben, wir müssen ihnen das wegnehmen, weil sonst verhungern wir, dann wem schickst du? Die Alten? Die Häuptlinge? Nein, die Krieger. So, und das sind die Jungen. Und unter den Kriegern sind 1-2% Terroristen jetzt in Europa unterwegs. Ja. Es reicht in und dazu brauche ich keine Flüchtlingswelle. Wenn ich ein Krieger bin, schaffe ich es, wenn ich wirklich ein Krieger bin, schaffe ich es auch nach Österreich. Ja, aber mit der Flüchtlingswelle hast du gleich zwei Zwecke erreicht. Ne? Du hast zwei Ziele erreicht. Du kannst wirtschaftlich destabilisieren und vielleicht auch noch mit Waffengewalt. Und beides ist erklärtes Ziel von IS. Warum macht Europa nichts dagegen? Warum sagt man, warum macht man das nicht, wenn man es nicht kann? Wenn man dumm ist, kann man es nicht. Wenn man weiß. Entschuldige, Monika, das hat nichts mit uns zu tun. Doch. Schauen wir, in was für einem Land wir leben. Ja, wir haben seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, mit einer Ausnahme, das war der Jugoslawienkrieg, ja, keinen Krieg bei uns gehabt. Ja, das heißt, die Generation, die hier jetzt im wehrfähigen Alter wäre, sind wohlstandsverwahrloste Wursteln. Genau. Alle miteinander. Ja. Ja. Die dort unten, ja, die kennen nur Krieg. Die kennen nur Überleben. Mit. Der weiß, er muss funktionieren. Ja. Ja. Was wollen wir denen entgegenhalten, genau? Für was haben wir Strategen auf der EU-Ebene? Wenn man weiß, dass die USA destabilisieren wegen Rohstoffen, wegen einem Dollarwert und so weiter, muss man doch als halbwegs vernünftiger Mensch, der wir hoffentlich ein paar haben auf der EU-Ebene, beurteilen, welches ist das nächste Land, das von den USA, das von den USA destabilisiert wird. Und dann müsste man gleich dort eine sichere Zone einrichten, gesichert durch nationale Kräfte plus
EU-Kräfte oder von der UNO, wie auch immer, ja, und dort gleich die Auffanglager machen, dort gleich die Menschen menschenwürdig und ordentlich versorgen in den sicheren Zonen und von dort aus eventuell die Freiwilligen ausbilden und ins eigene Land zurückschicken, um für sein Land zu kämpfen. Eine andere Lösung gibt es aus meiner Sicht nicht, nur sie wird weder angedacht, wir haben es ja schon vorgeschlagen, ich bin in einer Projektgruppe drinnen, wo wir das schon vorgeschlagen haben, bis jetzt hat sich in Österreich nur das Team Stronach dafür interessiert, interessanterweise. Ja? Das wäre ein Lösungsansatz. Warum wird das nicht vorgeplant? Hast du eine Idee, warum nicht? Nein, ich probiere es aus meiner Sicht zu sagen. Du gehst davon aus, dass Europa entkoppelt von der USA besteht. Nein, davon gehe ich nicht aus. Das ist ein Ding. Du kennst meine Analyse, du weißt das. Das ist ein Ding. Aber warum sagst du, wenn du jetzt sagst, warum tut Europa nicht? Na, weil das ein Ding ist. Danke, ich habe da... Das ist ein Ding. Ja. Ja, das ist eine Gedankenwelt, ja. Das ist ein System, mhm. Ja, das sind die ganzen früh industrialisierten Länder in Europa und in Nordamerika. Mhm. Ja, das heißt, das heißt, wir haben einen Feind in den eigenen Reihen. Und zwar in den Regierungen sitzen, hast du jetzt indirekt gerade gesagt, oder? Nein, nicht in den Regierungen. Na, was dann? Du gehst jetzt davon aus, dass die Regierungen sagen können, was passiert. Davon gehe ich auch nicht aus. Die Marionetten, die das handhaben, ja, dass die Konzerne und Banken wollen. Ja, die haben ja, nichts zu sagen. Ja, wir leben in einem System, ja, wo Konzerne bestimmen, was passiert auf der Welt. Wir leben nicht in einer, wo ein Politiker sagt, ich bin ja der Kaiser, ich sage, was passiert. Da wissen wir beide, dass das so ist. Ja. Das ist das Thema. Und dann sind wir wieder beim Konsum und bei unserem Verhalten. Richtig. Ja, richtig. Das heißt, was ist jetzt die Lösung, deiner Meinung nach, die Gesamtlösung für das Problem? Man muss unterscheiden. Ja? Symptombekämpfung, momentane Schmerzbekämpfung und dann einmal die Ursache finden. Das ist, wenn du einen lebendigen Organismus, ja, was diese Welt ja ist, was jeder Mensch ist, ja, heilen willst, ja, musst du vielleicht akut Sachen einmal stoppen ja, und dann musst du aber überlegen, wo kommt das her? Was ist der Grund, warum etwas krank ist? Und jetzt dreht man nochmal. Ja. Jetzt, wenn wir sagen, Symptombekämpfung, also das heißt, den Schmerz, der jetzt auf uns zukommt, was muss man machen? Mhm. Ich glaube, dass auf der politischen Ebene, schaut einmal unsere Politiker, was ist denn Siehst du wirklich nur Politiker? Ist ja eigentlich Darsteller. Ja, was auch immer. Es ist alles austauschbar. Ja. Was? Schlecht, egal. Ja. Es ist einfach, wir haben uns eine Zeit lang ein System aufgebaut, was gut funktioniert hat, aus einem einzigen Grund, weil immer die nächste Generation, die Eltern werden gewusst haben, uns wird es besser gehen. Und der Schmäh ist vorbei. Und die tun aber immer noch so, wie wenn alles besser wird. Und es braucht einen einzigen, ja, aus der Partie, der sagt, Freunde, das wird nichts so. Ich sage es nicht ganz ehrlich, das wird so nichts. Ja, das ist, wir können es jetzt schier reden, aber leider, es wird große Veränderungen geben. Ja. Ja, weil es die geben muss. Natürlich. Und das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Nein. Im Gesamten. Ja. Es werden gewisse Dinge sterben. Ja. Es werden Denkmuster sterben, es werden irgendwann einmal ganze Systeme werden nicht mehr so sein, wie sie waren. Vielleicht werden wir ganz ein ganz anderes politisches System irgendwann einmal haben. Es wird einfach irrsinnig viele Veränderungen geben, weil auch alles so schnell geht. Ja. Du hast nicht mehr den Puls, dass du sagst, naja, bis das ist, wurscht. Ja. Das kann von einem Tag auf den anderen gehen, weil alles zusammenhängt mittlerweile. Ja. Und du kannst nicht Österreich losgelöst von Europa sein, du kannst Europa nicht losgelöst von den Amerikanern sein und die Amerikaner nicht losgelöst von der Welt. Das ist mittlerweile ein großes Ding geworden. Genau. Es ist ein großes, was ja schön ist, weil es ja wirklich auch ein Ding ist. Also wenn man im Weltraum ist und die Erde sieht, es ist wirklich ein Ding. Es stimmt biologisch, es stimmt chemisch, es stimmt atomar. Es ist ein Ding. Ja. Mhm. Ja, und es ist ein lebendiger Organismus, es ist ein in Bewegung befindlicher Prozess, dieses ganze Ding. Mhm. Und da passieren Vorgänge, die sind schmerzhaft. Und da sind wir halt gerade davor. Ja. Genau. Und jetzt mich fragst, wo sollte man Symptombekämpfung machen? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ist es gut, dass man jetzt sagt, okay, wir stellen das Militär an unsere Grenzen. Was für ein Militär? Stellen wir denn an die Grenzen? Wir stellen es gerade an die Grenzen. Wir stellen es an die Grenzen, unser Militär.
Okay. Das ist vor kurzem beschlossen worden. Okay, gut. Aus meiner Sicht ungefähr die Hälfte von dem, was man wirklich brauchen würde. Ja. Und effektiv führt die Polizei ja keine Kontrollen durch. Es ist eine einzige Politshow aus meiner Sicht. Da wird nur kanalisiert, sodass die Zivilbevölkerung so wenig wie möglich davon mitkriegt. Von Gefahrenabwehr kann überhaupt nicht gesprochen werden. Ja, es ist eine reine Politshow. Mhm. Ja. Und daher jetzt nur mal auch im Zusammenhang damit, ich möchte nochmal auf das Thema... Aber warum? Ich möchte weil das größte, der größte Feind ist das eigene Volk für die Regierenden. Es sind nicht die von außen. Ja, noch nicht. Komm, das eigene Volk ist es immer. Ja. Drum das heißt, drum du musst schauen, dass du die ruhig hältst. Entweder beruhigst oder ablenkst oder irgendwelche Nazi Themen daherkommst. Oh, wurscht, oder als Linken bezeichnet, als Kommunisten. Das ist gar nicht vollkommen wurscht. Ja. Ja. Du musst, damit du wirken kannst. Ja. Es gibt ein System, das funktioniert, wo sie Menschen was ausholen können. Die können profitieren davon. Genau. Ja. Ja. Da gibt es eben Leute, die wissen das. Ja. Und die werden alles machen, damit das System erhalten bleibt, weil sie aus Eigennutz daraus was rausholen können. Ja? Also zum Beispiel, mein Vater hatte den großen Wunsch in die 70er-Jahre, er möchte sein Leben verbessern, er möchte eine Gemeindewohnung. Was musste er machen? Er musste das System ausnutzen, indem er sich ein Parteibirkel nimmt. Genau. Und dort zu dem hingeht, Genosse. Ja? Also er hat mitgespielt, um Eigennutz zu haben. Und so funktioniert es. Ja. Mitläufertum. Ja, ganz jetzt aber normal, es ist, ist ja nichts, das ist, wie funktioniert das? So funktioniert das. Ja? Menschen sind ja nicht blöd eigentlich, so von dem, was sie tun. Sie handeln ja oft klüger, als sie sprechen und denken, Gott sei Dank. Ja? Und es ist immer so, dass dann irgendwann einmal diese Regulierungen, die sich die Politik überlegt, nach hinten losgehen. Ja? Wir sitzen in einer wunderbaren Burg. In Gaza am Kampf. Ich habe gestern erfahren über die Geschichte der Burg. Die Burg wurde irgendwann zu einer Ruine. Mhm. Ja. Warum wurde sie zu einer Ruine? Weil Dachsteuer. Die Habsburger die Dachsteuer gehabt haben. Ja. Das heißt, jeder, der eine große Dachflächen hat, zahlt sehr viel Steuern. Ja. Was macht jetzt der Burger? Ich reiß Dachl runter, weil dann habe ich keine Dachsteuer mehr. Ich zahle keine Steuern. Aber was passiert? Die Burg bricht zusammen. Also, also wurscht, was du regulierst, du kannst nicht sagen, was es auslöst. Mhm. Ja. Darum, vielleicht hat jetzt einer gute Ideen, wie man mit der Situation umgeht, das kann man genau nach hinten losgehen. Weil die anderen denken ja, es denken ja nicht nur die anderen denken auch. Genau. Okay, wir machen die ungarischen Grenzen so, dann sagen die, okay, wo gehen wir? Wir gehen über Slowenien, kommen über die Steiermark nach natürlich. Österreich. Es ist kupft wie katscht. Es ist kupft wie katscht. Feindbild trotzdem noch mal kurz. Aus meiner Sicht gibt es keine Feinde, aber man muss ja ein Wort finden für das Ganze, wenn wir gesagt haben, Feind. Wir sind beide der Ansicht, dass Banken und Konzerne, die wirklich Mächtigen, hinter denen sind, die vorn als Schauspieler sozusagen sich als regierende Politiker ausgeben. Ja? Ja. Das sind wir d'accord. Gut. Trotzdem hat er formal gewisse Befugnisse, der Regierungsmensch. Ist er dann, wenn er weiß, dass er von hinten eigentlich gesteuert wird und dass sein Volk etwas anderes brauchen würde, ist dann nicht der Regierende automatisch irgendwo ein Feind des Volkes, wenn das Volk was anderes braucht? Wenn ich in einer Gemeinschaft lebe und in einer Gemeinschaft Entscheidungen treffen kann und ich treffe eine Entscheidung, die nicht der Gemeinschaft dient, sondern Interessen von jemand anderem dient, dann gehöre ich eigentlich aus der Gemeinschaft rausgeprügelt. Genau. Das ist eigentlich ganz normal. Also wenn eine kleine Gemeinschaft und einer fällt sich so, dass es nicht passt, ist ein Arschloch, wie man so schön sagt, dann sagt man, du bist bei uns nicht mehr dabei, putz die Schleichte. Genau. Ja? In einer einfachen Struktur ist es überschaubar. Mhm. Wenn etwas so komplex ist, wie die Welt, in der wir jetzt leben, ja? Also ich traue mir nicht zu behaupten, wer ist jetzt ein Arschloch, wer handelt nur aus Eigennutz und wer glaubt aber eigentlich, er macht es eh richtig. Der meint es gut, weiß aber nicht, was er damit auslöst. Ja? Also wenn etwas so komplex ist, wie die Welt, in der wir momentan leben, ja? Dann ist es ganz schwer, etwas zu verurteilen, was zu beurteilen. Das heißt, wir müssen eher in die Richtung denken, es wieder einfacher zu machen. Mhm, genau. Ja, einfachere Strukturen, überschaubarere, von Mensch zu Mensch, Face-to-Face-Kommunikation. Ja. Statt deppert herumtippen. Ne? Was auch immer. Ja. Einfach das, was wirklich ist, das, was dann auch sein wird, wenn das alles sich wieder normalisiert, sage ich jetzt. Für viele ist ja das, was sie jetzt sind, normal. Ja, aber ich finde das alles nicht normal. Also ja, für, die, ich,
Wenn für die Leute, für das normale Lebenskonzepte von Menschen ansehe, ist das für mich nicht normal, sondern das ist Gaga. Weil der arbeitet darauf hin, oder sie arbeitet darauf hin, dass sie irgendwann krank wird. Genau. Ja, Stress, keine Bewegung, viel Fressen, viel Scheiße, viel im Auto sitzen, jeden Tag am Montag in der Früh ärgern, dass man im Stau in die Hocken fahren muss, sich feiern, dass am Freitag Wochenende ist, dass man saufen geht am Wochenende. Ja, wenn das mein Lebenskonzept ist, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich mit 50 irgendwann einmal ein Pflegefall wäre. Genau. Weil das, dafür ist unser Organismus nicht gebaut. Für diese Leute sind Menschen wie wir die Idioten. Ja? Ja, das ist mir aber auch recht, weil dadurch habe ich Freiräume. Genau, Narrenfreiheit. In 2 Jahren, in 3 Jahren sind wir vielleicht Propheten. Weißt du, was ich meine? Ja, mir ist das vollkommen egal. Mir ist das Propheten. Vollkommen wurscht. Ja. Faktum ist, ich bin auch ganz bei dir, es muss sich was ändern. Nur wenn sogenannte Politik... Es wird sich auch. Es wird ein Reinigungsprozess sein. Dann, wenn der Leidensdruck so groß wird, werden Menschen agieren. Ja. Nicht unbedingt klug. Weil wenn Leid entsteht, entsteht eine Emotion. Wenn eine Emotion entsteht, reagieren Menschen nicht rational. Da machen sie irgendwas. Wütend um sich hauen oder totstellen, ich bin gar nicht da oder was auch immer. Wenn jetzt eine Regierung weiß, zum Beispiel in Deutschland, dass es Salafisten gibt und Extremisten gibt, die offen sagen, das habe ich auf Videos gesehen, bitte, ihr Deutschen übernehmt jetzt den Islam, sonst könnt ihr euch ein anderes Land suchen. Solche Videos gibt es. Ja, das nehme ich doch nicht ernst. Es passiert ja gerade. Ja. Es passiert wenn ja gerade. Wenn ein paar Bettler am anderen scheint tot im FAK, dann heißt es nicht, dass der 16-Jährige jetzt Austrianer killt. Warum haut man denn nicht raus? Warum werden die Leute sowas aufzeigen als Volksverhetzer bezeichnet? Na, aber lass doch den schreien, bitte ich gar nicht. Nein, den darf man nicht schreien lassen. Der gehört genauso aus. Der ist nicht gefährlich. Der nicht schreit, ist gefährlich. Der ist immer gefährlich. Nein, der schreit ja nur. Der die auf die Stand. Der ist aufgehust worden von anderen. Gefährlich sind die anderen. Er ist ein Hassprediger und genau dazu da. Das ist so wie die christlichen Priester, die geschrien haben, Gott will es und sie sind in Jerusalem einmarschiert. Das ist genau dasselbe Schwachsinn. Es ist genau dieselbe Geschichte. Da sind Leute gezielt eingesetzt, die solche Hassbotschaften verbreiten und die Richtigen schnappen sie auf und tun es dann. So einen müsste man doch eigentlich rauskicken. Das passiert nicht. Ganz im Gegenteil, die Leute, die Deutschen oder Österreicher, die das aufsagen, das passiert, die werden als Volksverhetzer hingestellt. Das ist der komplett verkehrte Wort. Ja, es wird immer nur dahingestellt. Es wird irgendeine Meinung darüber gebildet. Aber es ist nur eine Meinung. Mhm. Es ist noch nichts passiert. Der Hitler hat auch noch eine Meinung gehabt und es ist dann sehr viel passiert. Er hat das sogar in Buchform gebracht. Ja, ja etwas angeschrieben. Ja, vom Freiherr von Lanz und so weiter. Ja, was auch immer. Trotzdem ist das Konzept verfolgt worden. Ja, aber der Grund, warum das in Deutschland und in Österreich war nicht der Hitler allein. Das hat ganz andere, viele, viele Gründe gehabt. Das hat er sein müssen Krieg, zu der Krieg, Zeit. Der viele Väter hatte. Es ist immer so. Du kannst nicht sagen, die sind jetzt schuld. Nein, überhaupt. Sag ich auch nicht. Ich habe nicht gesagt, Hitler ist schuld, sondern der hat halt was geschrien und andere sind nachgerannt. Genauso schreit der Hassprediger und das kommt wir nachrennen. Ja, ich glaube aber, dass es nicht so, dass der allein was geschrien und alle sind nachgerannt, sondern es war ein Weg, so heißt, schreit es einmal. Ja. Ja, weil dann passiert nämlich Folgendes. Jetzt kannst du sagen, wenn du einen anderen schickst, sag, schreit es einmal, dann schaust du, was passiert. Ja. Wenn es nicht funktioniert, sagst du, ich habe nichts geschrien und der hat geschrien. Wenn es funktioniert, sagst du, ich habe ihm gesagt, dass er das schreien soll. Ich bin der Mann im Hintergrund. Mhm. Ja. Also die laut schreien, vor denen habe ich die wenigste Angst. Okay. Die Gefährlichen sind auch in einem Konflikt, die nichts mehr sagen. Mhm. Dann gibt es ein Watschen. Mhm. Solange er noch schreit, schreit er. Wenn er nichts mehr sagt, dann muss man aufpassen. Weil dann kommt der Faustflug vielleicht. Mhm. Ja. Das heißt, du lässt den weiterhin brüllen, aussehen mit euch Deutschen. Aus unserem islamischen Deutschland. Ne? Ja, ernsthaft jetzt. Ehrlich, nimmst du das jetzt ernst? Ja. Nein, also das kann ich nicht. Das nehme ich ernst, weil es Hassbotschaften sind. Und es auch Leute gibt, die das wollen. Ja? Ja. Es gibt Leute, die das wollen. Ja. Die sehen jedes Minarett als Stützpunkt, als islamischen. Ja. Nochmal, ich habe nichts gegen Islam, ganz im Gegenteil. Ja. Wer den Islam richtig lebt, wenn man den Koran liest, kann eh nichts Menschenfeindliches machen. Aber der Islamist, der für politische Zwecke missbraucht, der ist gefährlich. Aber es sind die schreien nieder mit den USA,
Weg mit den USA machen genau das Gleiche. Das sind genau dieselben Idioten. Das ist genau dasselbe Hassbeide gegen die Amerikaner. Hass bringt nichts. Hassbeide gegen Israel, Hassbeide gegen die, Hassbeide gegen den Islam, Hassbeide vom Islam. Nur es predigt bei uns keiner Hass gegen die USA, oder? Tut das wer? Na schon, also das gibt schon. Du weißt, im Internet gibt es viele, die sagen, die Amerikaner sind an allem schuld. Ja, im Film sind sie ja schuld, muss man schon sagen. Ja, ja, ja aber es auch, ja. Also die Amerikaner selber sind noch nicht schuld. Die russischen und muslimischen Kriege, glaube ich, kann man einer Hand abzählen. Die Kriege der USA, da brauchst du schon nicht, viele, aber es sind viele nicht Hände. Die Amerikaner. Nein. Also die Menschen, die in Amerika leben, die kennen gar nichts. Die sind genauso arm. Man muss da den Begriff dafür USA. Ja. Also eine kleine Schattenregierung, die das Militär und die Geheimdienste in der Hand hat. Das ist vielleicht ist es so. Der Amerikaner kann nichts mehr. Es muss so sein. Wenn es die Amerikaner nicht sind, wenn es nicht vom Volk ausgeht, muss es ja wer anderer sein. Ne? Ja. Es gibt einfach Gruppen, die Interessen haben. Interessen haben, genau. Ja. Mhm. Es gibt immer Gruppen, die gewisse Interessen haben. Mhm. Ja. Und manche sind stärker, manche sind schwächer, manche haben mehr Verbündete. Ja. Und das ist aber eigentlich in einem menschlichen Zusammenleben. Ja, sowohl im Kleinen wie im Großen ist das genau das Gleiche. Mhm. Ja. Wir haben eine kleine Gemeinde in Niederösterreich. Vor einigen Jahren hat sich von der ortsansässigen ÖVP eine Gruppe abgespalten, aus internen Reibereien, und haben eine neue Partei gegründet, die Initiative Karsten. Mhm. Ja. Und die sind zur Wahl dann angetreten, stellen auch den Bürgermeister jetzt. Ja. Und was in dieser kleinen Gemeinde passiert ist, das war praktisch kalter Krieg. Ja. Die einen sind nur mit dem Wirtshaus gegangen, die anderen nur mit dem. Die haben über die geschimpft, die über die. Früher waren die alle ganz normal. Ja? Mhm. Und auf einmal, wir sind jetzt bei dir. Ja, wir sind jetzt bei dir. Du hast jetzt für jemanden Partei ergreifen müssen. Ja. Und das ist menschliches Verhalten. Ja? Das Problem ist nur, dass es so große Strukturen mittlerweile gibt, dass dieses vollkommene Gaga-Verhalten von Menschen irrsinnige Sachen auslöst. Ja, klar. Ja? Das heißt, wenn die Menschen gescheit sind, ich sage es jetzt nur einmal, werden sie irgendwann einmal anfangen, wieder kleine, gesunde Strukturen aufzubauen, die keinen großen Schaden anrichten können. Mhm. Momentan ist uns alles entglitten, es ist alles zu groß. Es ist unregierbar, ja, es ist... Keiner weiß eigentlich, was da los ist. Du bist da für die Sowohl Stärkung der Gemeinden, habe ich das richtig ausgekehrt? Die Stärkung der Gemeinden politisch? Ja, natürlich. Ja. Ja, da haben wir eh geht. Wer braucht einen Landeshauptmann? Wer braucht einen Landeshauptmann? Kein Landeshauptmann. Kein Mensch braucht das. Nichts. Ja. Die Kompetenz gehört auch in die Gemeinden. Das heißt, festzulegen, was kann ich machen, was will ich machen, gehört in die Gemeinde. Mhm. Und der Bund hätte den Rest zu übernehmen. So gehört eigentlich die Verfassung aufzogen. Mhm. Ja. Ich bin auch ganz bei dir. Nur gewisse Probleme lassen sich jetzt leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer, nur mehr global lösen. Die Umweltkatastrophe wirst du auf Gemeindeebene so lösen können, dass du zwar in der Gemeinde was tust, aber man muss schon... Aber wenn jede Gemeinde was tut, ist es global gelöst. Genau. Dazu brauche ich aber auch Struktur, die das mit den Gemeinden koordiniert. Ne? Na ja, oder Menschen, die in den Gemeinden verstehen, warum es eigentlich wirklich geht. Ne? Letzte Frage. Ja. Passt eh gut dazu. Soll man die österreichische oder europäische oder westliche Wirtschaft überhaupt noch ankurbeln? Ankurbeln? Mhm. Brauchen wir noch Wachstum? Nein, haben wir jetzt erst schon festgestellt, dass das ist. Jetzt keine Antwort drauf geben auf den Plätzen. Kein Mensch braucht noch Wachstum. Niemand braucht Wachstum. Genau. Ja. Mhm. Also, was heißt, niemand braucht Wachstum? Stimmt ja nicht. Wenn was im Entstehen ist, braucht es zuerst Wachstum. Mhm. Ja. Also jeder Mensch wächst einmal zuerst. Mhm. Aber interessanterweise hören dann Kinder irgendwann ins Wachsen auf. Also es ist nicht das Ziel von einem Kind, ich möchte mal 448 Meter groß werden, weil dann hätte es bei vielen Dingen ein Problem. Das hört die Natur, sagt einmal, hör auf ins Wachsen. Genau. Ja. Und es ist so, machen wir halt ein bisschen Pech, die werden ein bisschen zu groß, die müssen dann immer so gehen, damit es keiner merkt. Ja. Aber normalerweise... Alles in der Natur hört ins Wachsen dann einmal auf. Wachsen wir sogar zurück. Ne? Das ist eine Intelligenz, die in vielen Dingen wohnt. Mhm. Ja, ob das jetzt göttlich ist oder was auch immer das ist, sei dahingestellt. Es gibt eine Intelligenz. Ja? Und warum orientieren wir uns eigentlich als Menschen nicht an der Intelligenz, indem wir die Natur beobachten, was sie tut, sondern
wir orientieren uns leider an den Größenwahnsinnigen. Genau. Ja, wir orientieren uns als Gesellschaft am kollektiven Wahnsinn. Ja, da muss man mitmachen, das ist alles super. Und ich habe jetzt wirklich vor kurzem, gestern war es, das sage ich jetzt noch zum Abschluss, habe ich ein Wirtschaftsmagazin in Ö1 gehört, Saldo, wo das Thema Migranten auch ein großes Thema war, im Zusammenhang zwischen Migranten und der Wirtschaft. Nicht? Mhm. Wo es erwiesenermaßen so war, dass nach Jugoslawienkrieg, wo sehr viele Flüchtlinge aus dem Gebiet zu uns kamen, die Wirtschaft gewachsen ist in Österreich. Ja? Mhm. Das BIP ist gestiegen, weil die bei uns am Arbeit haben, weil die auch bei uns Geld ausgeben, weil die dann irgendwann, wenn sie da bleiben, Kredite nehmen und damit das Zinssystem füttern, damit Steuern bezahlen. Also das bringt Wachstum. Und dort eine Expertin, eine Wirtschaftsexpertin für Migration, sowas gibt's, das kann man wahrscheinlich studieren auf der WU, hat dann gesagt, wie wichtig das ist und wie toll, das würde ein Wachstum von bedeuten. Ja? Das heißt, wie weit der denken kann, dass sie denken kann. Ja? Mhm. Weil was heißt Wirtschaftswachstum? Mehr Verbrauch. Was heißt mehr Verbrauch? Ja? Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen mehr Ressourcen. Die haben wir nicht. Ja. Wo sind die? Mehr Umweltverschmutzung. Wo sind die Ressourcen? Ganz woanders. Das heißt, wir brauchen mehr Expansion. Was ist Expansion? Ein schönes Wort für Raub, Mord, Totschlag. Ja? Das heißt, mehr Raub, Mord und Totschlag woanders bedeutet mehr Flüchtlinge. Das heißt dann, mehr Flüchtlinge bedeutet wieder mehr Wirtschaftswachstum. Es ist eh alles gut. Der Kreislauf, in dem wir sind. Ist doch eh super, oder? Okay. Nein? Das heißt, und das ist Gaga. Das ist Gaga? Ja, und solange wir nicht anfangen, anders zu denken, dass es vielleicht gar nicht so gescheit ist, was wir da machen, wird es so weitergehen, wie es weitergeht. Ne? Können wir uns darauf einigen? Jeder trifft für sich selbst Vorsorge, schaut sich sein Leben an. Sowieso einmal. Du musst selber, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein Spießer bin und sage, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern einfach mit Vorsorge meine ich ja nicht, dass ich jetzt meinen Köhler auffülle mit Lebensmitteln, das Platz. Bloß die Speisekammer, sondern dass ich einfach sage, was werde ich in meinem Leben irgendwann einmal wirklich brauchen können? Mhm. Was sind essentielle Dinge? Essentielle Dinge sind Kontakt mit anderen Menschen, Menschen, die mich lieben, die ich liebe, eine Familie vielleicht oder eine gute Nachbarschaft. Ich brauche einen gesunden Boden, ich brauche sauberes Wasser, ich brauche Kleidung, ich brauche einen Unterstand, ich brauche Wärme. Basics. Mhm. Ja? Genau. Und dafür muss ich wirklich sorgen. Dann die eigene Einstellung hinterfragen zum Gesamten, was kann ich beitragen? Genau, mal schauen, okay, was heißt es, sobald ich eine Handlung setze, nichts, was ich mache, ist egal. In die eine oder die andere Richtung. Ja, nur leider geht man oft in die Falle. Ja, jetzt glauben halt viele Menschen, wenn sie ein Elektroauto kaufen, sind sie die Guten. Nein, das sind die Blöden. Mhm. Ja, weil das Gescheiße war, er fährt mit seiner alten Schüssel, bis sie nicht mehr fährt, bis alles hier ist, aber er fährt so lange mit einem alten Auto. Dann richtet er weniger Schaden, als wenn er jetzt irgendein scheiß Elektroauto kauft, das wieder gebaut werden muss. Genau. Er dient wieder dem System. Mhm. Ja. Und sich nicht von der Angst zerfressen lassen. Von der Angst nicht zerfressen lassen. Natürlich, dass es jetzt unangenehm wird. Ich meine, da sind wir uns ja eh einig. Ja. Aber es wird halt manchmal unangenehm. Ich freue mich sogar schon drauf, sage ich. Weil das, was wir beide unabhängig voneinander in den letzten Jahren sicher nachgedacht haben, ist, dass irgendwann einmal jetzt etwas kommen muss. Was das sein wird, ja, weiß keiner. Das kann sein, eine stetige, langsame, schleichende Verarmung der Bevölkerung, das immer enger wird, was halt irgendwann mal zu Aufstand und Unruhen führen wird. Es kann sein, wirklich, dass ein Atomkraftwerk wo explodiert. Es kann sein, dass wirklich ein Krieg ausbricht, ein wirklicher Krieg wieder, auch in Europa. Mhm. Es kann eben jetzt sowas sein wie die Flüchtlingswelle, die möglicherweise Europa destabilisieren wird, was sein kann, was auch nicht sein muss. Vielleicht passiert eh nichts. Es kann alles auch gut ausgehen. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber eins muss uns klar sein, wir leben jetzt in einer Zeit, wo nichts so bleibt, wie es war. Mhm. Genau. Und das sehr, sehr schnell. Genau. Und darauf sollte man sich vorbereiten. Und keiner sagen kann, was passiert. Und die ganzen Propheten, ja, da muss ich nur lachen. Ja, weil mein Vater hat gesagt, wie der Benzinpreis von 5 Schilling 35 auf 5 Schilling 65 aufgegangen ist, hat er gesagt, wenn er 6 Schilling kostet, fährt keiner mehr. Das war auch ein Zukunftsforscher, mein Vater. Sehr gut. Bitte. Roland, herzlichen Dank für das Interview. Gern. Wie immer sehr geistig befruchtend. Ja. Ja. Alles gut. Ein bisschen dagegen geredet. Muss man einfach machen. Das ist ein Konzept, immer wenn in gewissen Zusammenhang was befragt wird, ich rede immer im Prinzip immer dagegen.
Das gefällt mir. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Also plötzlich ist einmal dagegen gerinnen. Ist einmal ganz wichtig, dann schauen, was passiert. Dann schauen, was passiert, genau. Ja, dann kommt man vielleicht in die Mitten miteinander. Genau. Ja, okay. Danke, Rolf.